Rasenpflege ist jetzt im Herbst noch ein ganz wichtiges Thema. Ich habe 4 Pflegetipps für euch, wie ihr im Frühjahr wieder den wunderbarsten Rasen habt. Tipp 1, vertikutieren. Wer jetzt noch nicht vertikutiert hat und viel Moos und Unkraut in seinen Rasen hat, der kann das jetzt noch bis Ende Oktober machen. Auch bitte verhindern, dass von den Bäumen das ganze Laub am Rasen liegen bleibt. Mit dem fördert man nämlich einfach nur Pilzkrankheiten und wenn man das Laub und auch den ganzen Rasenschnitt entfernt, hat man die besten Voraussetzungen, dass man auch krankheitsfrei ins nächste Jahr startet. Tipp 2, mähen. Mähen kann man jetzt noch bis Ende November, das heißt wirklich die ganze Zeit eigentlich nur den übrigen Rasen entfernen und den letzten Schnitt ein bisschen niedriger ansetzen wie normalerweise. Das ist einfach von Vorteil, weil das verhindert, dass der Schnee den ganzen Rasen zusammendrückt. Tipp 3, Düngung, ganz wichtig im Herbst, den Rasen mit Herbstrasendünger düngen. Der hat den Unterschied zum normalen Rasendünger, dass er nicht so viel Stickstoff hat, das heißt der Rasen treibt nicht mehr extrem aus, sondern kann mit einem hohen Kalianteil sehr, sehr viel Nährstoffe einlagern und dann einfach wirklich perfekt in Frühjahr starten. Tipp 4 wäre einfach auch den Rasen nicht in seiner Winterruhe stören. Das heißt, schauen, dass nicht irgendwas drauf liegt, dass man nicht wirklich stark begeht im Winter. Das verhindert einfach, dass dann Druckstellen entstehen und dann hat man wirklich eine gleichmäßige, richtig schön grüne Rasenfläche. Jetzt habe ich noch einen zusätzlichen nachhaltigen Bellaflora-Tipp. Das ganze Rasenschnitt und den ganzen Herbstlaub einfach in der Ecke im Garten da, so haben wir auch die Igel einen perfekten Schutz im Wetter.